Grüß Sie miteinander. Herzlich willkommen hier zu Reinigt Zeitgedanken an diesem Dienstag, dem 17. September 2024. Es geht an diesem Morgen natürlich wieder um Losung und Lehrtext. Zwei Worte in eine bewegte Zeit hineingesprochen, die uns nicht von uns gegeben worden sind, sondern die Gott uns schenkt. Und ich habe sie natürlich auch vorbereitet. Da heißt es im Alten Testament, du krönst das Jahr mit deinem Gut. Dieser Psalm 65 ist ein Psalm des Lobes über den Schöpfer und dem Retter. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer wieder auch Lobesworte, ein Lied, wie am Sonntag gehört, oder aber auch andere Worte für den Schöpfer finden. Was er alles tut, das zählt dieser Psalm so wunderbar auf. Und das sind Dinge, die wir manchmal so als selbstverständlich hinnehmen. Dass es Tag und Nacht wird, dass die Jahreszeiten sich wechseln, dass wir ausreichend Wasser haben, dass wir Sonnenschein genießen dürfen. Alles Dinge, die wir zwar sehen und über die wir uns hier und dort freuen, aber wer stimmt darüber schon in unserer heutigen Zeit ein Loblied für den Schöpfer und den Retter dieser Welt an? Wir sehen, weil wir uns sicherlich an den Dingen erfreuen und vielleicht auch noch unseren Kindern und Enkeln zeigen, wie wunderbar diese oder jene Blume ist, wie einzigartig der Wald ist und wie schön es ist, in dieser Natur unterwegs sein zu dürfen. Aber damit ist es dann auch schon getan, denken wir meistens. Und deshalb kann natürlich auch die Jugend oder beziehungsweise auch die Kinder können da gar nicht in diese Sichtweise hineinwachsen, dass wir das eigentlich alles einem zu verdanken haben, nämlich Gott, dem Schöpfer. Und mit dem Psalter, mit diesen vielen Psalmen im Alten Testament wird eigentlich deutlich, wie wichtig den Menschen in anderen Zeiten, in früheren Zeiten, dieses Gotteslob war. Wir stimmen heute Lieder an, in denen kommt Gott kaum vor. Wir besingen die Liebe, wir besingen die Mitmenschlichkeit, wir besingen den Frieden, wir besingen so vieles. Aber wo bleibt denn wirklich das Lob des Schöpfers? Wenn man das in einen Titel in der Musik mit hineinbringt, dann wird es für viele schon peinlich. Und wir wissen das, dass das nicht zum Alltag gehört. Vielleicht ist es eine ganz große Aufgabe, diese Sprache wieder in den Alltag hineinzubringen und auf den zu verweisen, der dafür eigentlich die Verantwortung trägt. Kommen wir zum neutestamentlichen Text. Gott hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das sagt kein Geringerer als Paulus in der Apostelgeschichte. Er weist auf die großen Taten hin, aber was ist davor geschehen? Davor ist er mit Barnabas unterwegs und Paulus heilt einen Kranken und die Menschen denken, jetzt sind die Götter auf die Erde gekommen. Und sie tragen die zwei Personen und wollen sie anbeten und verehren als Götter und da ergreift Paulus dieses Wort und weist darauf hin, dass nicht sie diejenigen sind, die so viel Gutes tun. Er fragt, was macht ihr da? Sondern, dass all diese guten Taten, auch selbst die Heilung, die er vollzogen hat, von Gott geschehen ist. Und dann heißt es so am Ende, dann ließen sie von ihnen ab. Das heißt, wir sind ganz schnell immer wieder dabei, die Dinge falsch zu sehen. Und das sehen wir hier in der Apostelgeschichte. Wenn da große Dinge geschehen, da werden Menschen auf einen Sockel gehoben. Und ich finde das alles andere als schön. Wenn Menschen auf den Sockel gehoben werden, dann wird nicht mehr an den gedacht, der diesen Menschen die Begabung, die Kraft und auch den Mut geschenkt hat, dies alles zu tun. Und das geschieht leider auch heute, wenn wir sehen, da gibt es ja das große Buch oder die Filmreihe, die Helden der Corona-Zeit, da werden Menschen auf einen Sockel gestellt, da werden Menschen zum Vorbild hingehalten. Und da frage ich mich, wo bleibt da der Verweis auf den, der ihnen die Möglichkeit gegeben hat, dies und jenes zu tun? Der ihnen die Möglichkeit gegeben hat, wirklich die Dinge zu sehen, wie sie sind und sie dann auch noch umzusetzen in einem Buch oder
in vielen Vorträgen. Es wäre schön, wenn wir alle miteinander lernen würden, auf den zu weisen, wie im Alten Testament schon es angetönt wurde und jetzt auch im Neuen Testament, dass wir nicht uns immer ein Denkmal setzen wollen und uns in den Himmel heben wollen, sondern dass wir sagen, ich bin dankbar, dass Gott mir die Augen geöffnet hat. Ich bin dankbar über das, was wir tun können. Und so würde ich mir wünschen, dass diese Welt durchflutet wird von einem Gotteslob. Ob Musiker, ob Redner, ob Handwerker oder wer es auch sein mag, wir alle haben Grund. Jeder auf seinem Gebiet, denn wir sind alle beschenkt, wir sind alle begabt und wir können alle Großes tun. Jeder hat Grund, diesen Gott zu loben. Und wenn dieses Gotteslob stärker würde, dann würden auch diese anderen Parolen derjenigen, die hier in dieser Welt wüten und also die unmöglichen Zustände herbeibringen, damit sie ihre Macht ausbauen können und noch mehr Geld verdienen können, dann würde dieses Gebrüll nämlich leiser werden. Dann würden sie keine Chance haben, dann hätten sie auch nicht die Möglichkeit, die Menschen zu indoktrinieren, mit Lügen zu überschütten, sondern dann würde Gott ihnen die Augen öffnen. Gott würde jenen, die ihn loben, die Augen öffnen und sagen, schaut genau hin und seid unterwegs mit dem Gotteslob, ich habe Freude daran. Was für eine Aufforderung, was für eine Möglichkeit. Vielleicht beginnen wir mal zu überdenken, wo und wann wir überall Gott ins Gespräch bringen können. Wir werden ja häufig gelobt oder mit Anerkennung versehen. Und wenn wir diese von uns weisen würden und immer wieder auf den Schöpfer hinweisen würden, dann würde sich diese Welt wohl verändern. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, ich denke an dieser Stelle ganz besonders an all jene, die jetzt von diesen Flutkatastrophen betroffen sind. Und es tut mir auch wahnsinnig leid und wir empfinden natürlich alle mit, weil ja wir alle Betroffene sind von diesen Wetterspielen, die da durchgeführt werden. Und wir auch letztlich erfahren und sehen, wie sich der hybride Krieg, den ja sogar die Politiker in der Schweiz zugegeben haben, in der Öffentlichkeit auf so ganz vielen Gebieten ausbreitet. Da wird sämtliche Technik mit hineingenommen und wir wollen untereinander uns festigen, stärken. Wir haben eine Aufgabe, zueinander zu schauen und uns gegen so etwas auch zu wehren. Danke möchte ich sagen für alle Unterstützung, für alle Beiträge und ich habe auch in dem einen Kommentar gelesen, dass es mir nicht gut geht. Ich habe daraufhin die Stille gesucht und habe auch für diese Person die Hände gefaltet und ich hoffe, dass das auch trägt und ich bin da ganz überzeugt davon, dass Gott natürlich für jeden den richtigen Weg weist, wenn man sich an ihn wendet. Und wenn wir dies tun, wenn wir als Gemeinschaft zusammenstehen, dann brauchen wir nicht zu fürchten, was hier heute und morgen geschehen wird. Dann können wir voller Zuversicht im tiefen Gottvertrauen unseren Weg gehen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, wären Sie gesund. Lassen Sie Gott über sich walten, haben Sie eine gute Zeit. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang.
Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.